Das heißt, Selbstorganisation steht auch unter dem Druck, die AIDS-Hilfestruktur, die ja auch mal als Selbsthilfestruktur und Selbstorganisation gegründet wurde und sich so verstanden hat, immer wieder daran zu mahnen, die eigenen Wurzeln nicht zu verlieren. Da ist es wichtig, sich wieder darauf zu besinnen, die Betroffenen auch einzubinden, ihnen gleiche Chancen durch Partizipation zu ermöglichen. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass es Transparenz und Offenheit gibt, sodass sie auch überhaupt Teilhabemöglichkeiten gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass Selbsthilfe speziell in Deutschland sich so ein bisschen abgelöst hat zu mehr Sozial- und Hilfsarbeit. Und die Expertinnen der eigenen Communities nicht mehr so stark mit einbezogen werden. Es gibt Ansätze, aber da müssten wir viel mehr, das müsste viel mehr ausgebaut werden. Was auch oft als Stichwort gefallen ist, dass bestimmte Communities auf dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe unterstützt werden können. Denn es ist utopisch daran zu denken, dass Migranten dieselben Voraussetzungen mitbringen. Ich habe versucht, mal zu schildern, wie anders und wie selbstverzweifelnd sein kann, Stigma und Diskriminierung in Migranten-Community. Wie anders sieht es aus, die Selbstorganisierung und Selbsthilfe bei Migranten-Community, also HIV-infizierte Migrantinnen. Das ist ja schon ganz andere Lebensart, ganz andere Problematik. Als Beispiel sage ich mal so, dass Rückkehr zu Arbeitsleben betrifft ja auch Migranten einen großen Anteil fast gar nicht. Das sind die Menschen, wo die gar keine Arbeitserlaubnis haben. HIV-Infizierte, die da überhaupt nicht mehr sich vorstellen kann, dass er irgendwie diese Erlaubnis dann kriegen würde. Dann gab es auch einen wichtigen Punkt aus meiner Sicht, dass wir uns nicht nur Gedanken über Stigmatisierung seitens der Mehrheitsgesellschaft machen, sondern wir mussten uns als Verband auch Gedanken machen, was ist mit der Stigmatisierung innerhalb der einzelnen Communities, die wir haben, aber auch Stigmatisierung innerhalb der eigenen Community. Und an der Stelle wäre möglicherweise diese These zu untersuchen, dass im Kontext jetzt der Behandelbarkeit von HIV und AIDS, wo es nicht mehr sozusagen um diese Offensichtlichkeit des Stigmas geht, also sozusagen dieses AIDS ins Gesicht geschrieben zu bekommen, dass in diesem Kontext der Behandelbarkeit dessen sich die Auseinandersetzung mit den nach wie vor existierenden stigmatisierenden Diskursen nach innen stärker hinein verlagert, während möglicherweise die Offensichtlichkeit des Stigmas auch eine Art von gemeinsamer Community-Erfahrung hat begründen können, weil sozusagen hier ein gemeinsames Merkmal einer Gruppe definiert wird, die durch sehr stark ausschließende Diskurse geprägt ist, ist jetzt durch diese Unsichtbarkeit oder tendenzielle Unsichtbarkeit des Stigmas treten die Differenzen innerhalb der HIV-positiven Community, sofern es sozusagen hier der Community-Begriff passend ist, stärker zum Vorschein. Der Austausch zwischen den einzelnen Communities muss ermöglicht werden. Und Gemeinsamkeiten müssen identifiziert werden, denn das ist das, was uns verbindet und darauf kann man auch bauen. Ich glaube, dass positive Stimmen gezeigt hat, wie wichtig es ist, wie dringend Menschen einen Rahmen brauchen, gemeinsam mit anderen Positiven in Interviews, in Begegnung. Das wissen wir schon lange. Darauf beruht ein großer Teil der Selbsthilfebewegung letztendlich ja. Aber das auch zu unterstützen. Wir werden in der DAH eine Art Beschwerdestelle einrichten, gar nicht um jetzt so zusätzlich viel Bohai zu machen, sondern um eine symbolische Anerkennung auch für das, es braucht das nach wie vor. Und von dort aus dann in Kooperation mit Antidiskriminierungsstellen, mit anderen Bündnispartnern noch mal mehr auch darauf zu fokussieren, HIV-bezogene Diskriminierung und Stigmatisierung sind das große Hindernis für weitere Erfolge in der Prävention, für weitere Erfolge, egal ob Primär- oder Sekundärprävention. Ich glaube, wenn wir da nicht ein gehöriges Stück weiterkommen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern. So, da liegt der Schlüssel.